Hallo liebe Waldgenossen, heute kommt in die Versteigerung eine Blaser 97 als Bergstutzen mit sehr schönen jagdlichen Motiven, Rehwild und Schwarzwild und feinem Holz, schönes dunkles, reich gemasertes Schaftholz. Das System hat natürlich die Handspannung, die gut läuft, lautlos bedienbar ist. Es kommt mit einem Doppelabzug, was tendenziell wirklich herrlich ist. Insgesamt die Doppelabzüge von Blaser sind etwas besser. In diesem Fall wirklich tolle Abzüge, die sauber trocken stehen. Natürlich die Möglichkeit, via Blaser-Sattelmontage ein Zierfernrohr zu montieren. Die Kimme ist nicht vorhanden und auch die Bohrungen wurden geschlossen. Heißt, mit Zierfernrohr ist problemlos möglich, ein Vorsatzgerät zu verwenden. Und dann ist noch zu erwähnen, dass es sich um eine Sonderanfertigung der Waffenfirma Waffenschrumm handelt. Und zwar ist dieses Laufbündel verlötet. Dementsprechend haben wir einen Schussleistungstest gemacht mit dieser Waffe und mit RWS KS aus beiden Kalibern 6,557R und 8x57IRS haben wir eine super Schussleistung, ein super Trefferbild gehabt. Auch nach dem sechsten Schuss lagen die Schüsse noch dicht beieinander. Insgesamt wirklich eine sehr schöne, führige Waffe, auch in dieser Kaliberkombination. Wirklich herrlich, man hat alles dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Biegen.